Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Warum Wolke? Zur dritten Folge von Schlag den Minecrafter. Heute mit einer Spezialaufnahme bzw. mit einem Special. Mit den Entertainment Brothers! Und Dieter. Dass wir mitmachen dürfen, wir freuen uns so sehr. Das ist so geil. Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und so, Dieter Bohner. Dieter Bohner ist auch mit dabei. Dieter Bohner wird gegen die zwei Jungs hier antreten. Ey, die schlagen sich schon wieder. Nee, ich krieg Hunger. Also wir haben beide Hunger. Und ich würde mal. Wir hätten Hunger, also die hätten Hunger. Ja, das mache ich dann unten. Ich würde mal sagen, jetzt beide durch eure. Warte, ich muss euch noch OP was geben. Was, wenn die bis dahin sterben? Wir sterben schon. Die müssen sich jetzt hier durch diese eine durchquetschen, oder was? Durch diese eine Tour. Ja, müssen sie. Durch welche Spieler, also blau sind wir? Zwei? Ja, Spieler 2 ist seid ihr. Okay, also, gehen wir mal rein. Okay, geht mal runter. Ich gehe jetzt auch gleich runter, wenn ich brauche jetzt erstmal hier, wo geht's hier lang? Okay, ich brauche erst noch hier einen Block. Boah, ist das schön, Das habt ihr wirklich sehr nice gemacht, muss man wirklich sagen. Es ist sehr ambitiös. Der Map schon, ich hab hier voll das geile Bild auf meiner Seite. Oh Gott, ist das geil. Wir können hier jede Menge lernen in Sachen Innendesign. Bei denen ist kein Bild und bei mir schon. Ja, tja. Bei uns sind auch Bilder hier. Also da ist eine Couch, da sind zwei Bilder. Bei aber über Boden. Der Couch bei euch hier anscheinend kein Bild. Ja, das ist alles geplant ist von mir. Ja. So. Bei mir auch Bett. Oh. Ich hab mich mal kurz hier drauf. Soll ich euch reinlassen? Ja, aber bei mir glitzen sich die Türen wieder durch. Halbes Herz. Okay, kommt herein in unser schickes Studio. Oh, guck mal hier. Das ist ja wirklich heilige Scheiße. Der Kuchen, hier. Ist das hier der Hogwarts Cafeteria mit da könnt ihr, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr von den Kuchen auch essen. Ja. was habe ich jetzt gemacht? Da noch ein bisschen Brot? Ja, Brot. Oh nein, ich habe was unvorbereitet. Keep Inventory habe ich versucht anzuschalten. Und? Habe ich vergessen anzuschalten. Wie schaltet man das an? Hast du Essen erhalten? Gib mir einen Kommandoblock und einen Knopf und ich mach alles. du bist schon so ein Held. Der Kommandoblock, man. Wir schauen uns auch selber einen Kommandoblock geben, weil ich kann ihn dir nicht geben. Okay. 137 ist es, oder? Oder 136? 137 ist es. Ihr könnt es euch auch geben, wenn wir OP haben, oder? Ja, ich habe ihm schon gegeben. Okay. Und was ist ein Knopf für eine ID, bitteschön? Knopf, hier hinter dir liegt ein Knopf, nimm ihn. Hinter dir ist ein Knopf. Ich beeil dich. Was zu essen, gell? Keep Inventory. Das ist jetzt voll geplant bei uns hier. Voll durchstrukturiert, hier, alles. Technik, ne? Die Technik. Professionell gemacht. Ups, muss der Block dann da stehen bleiben oder können wir ihn abreißen? Nein, warte, Game Rule. Oh, das ist ja Essen. Wow, danke. Inventory. Ach, Dank Alpha, du auch. Dieter Bohner, du auch. Ich bin im Game Mode, ich brauche nichts zum Essen. Ich bin unsterblich. Achso, ich bin nicht OP anscheinend. Ich muss erstmal in Gammel Mode. Soll ich habe jetzt zwei Steaks. Alle OPs am Essen? Vier. Okay, 7. Das wird reichen, um wieder voll zu werden. Geht das jetzt? So, Leute. Da ist immer ein Befehl drin. Achso, jetzt, ich weiß, weil ich nicht den Game Mode geschrieben habe. Keep Inventory, mein Gott. Ist es jetzt drin? Von unseren Vorbereitungen da, bei uns ist auch immer, wenn es losgeht, dann ist immer die Hälfte nicht aktiv dann bei uns. Dann hier schnell clear. Dann, ich hab noch hier Steaks, ich schmeiß die hier gerade mal zu euch. Bitteschön. Wo war Game Mode? Wie viele Steaks hast denn du? Wo hast du die her? Ich hab mir einen Steaks, also halt mit Game Mode geholt, weil ich fast verhungert bin. Achso, okay. Aber da war doch Kuchen und Brot. Ja, ich konnte es nicht aufheben, es ging nicht. Oh. Okay. Oh gut, jetzt ist alles voll worden, ist auch voll gemacht worden und jetzt geht auch endlich los. Ich erkläre noch ein bisschen was. Also, ja, die Knöpfchen zu Hall of Shame, der Knopf, der ist top secret, nicht drücken. Okay, wollen Vorsicht, nicht drücken. Die Wetterstation, sehr interessant. Ah, jetzt regnet es. Das ist ein angenehmer Knopf. Und Inventar leeren, wenn ihr mal ein volles Inventar habt, einfach den Button pressen. Jetzt glaube ich, wurde mein Inventar geleert. Nee, doch nicht. Und mehr gibt's eigentlich auch nicht zu sagen. Ihr werdet Spielhalle. Und wir. Ihr werdet ja auch immer abwechselnd spielen. Ein Spiel spielt der Wallin, ein Spiel spielt der Killer und immer so weiter. Ja. Genau. Genau. Dann. Das erste Spiel heißt Bogenschießen. Wer wird denn da bei euch antreten? Wir,
Oh, Bogenschießen. Wollen, willst du? Oh, willst du das erste? Das erinnert mich voll an so eine alte, an so einen alten Asterix-Film, Zeichentrick, wo sie so Prüfungen machen müssen und da fragen sie sich am Anfang auch, ob das der Obelix das macht oder der Asterix. Wollen, ja, okay, dann übernehme ich das mal mit dem mach Bogenschießen du mal, genau. Als okay. erste Aufgabe. Komm mit, Killer, du kannst ruhig mitkommen. Ja, ich will zusehen. Dann, ich werde wenn wir alle drin sind, im neuen, in der neuen Spiellobby, die ich heute noch designt habe. Wow, das ist ja neu, das habe ich selbst nicht gesehen. Okay, dann sieht das so ein bisschen gehen aus. Wir, dann hier ist Spiel 1, dann begeben wir uns mal zu Spiel Nummer 1. Also wir alle? Jetzt los. Ja, alle, du kannst auch mitkommen. Yay, wollen, ich glaube genau, du musst auch kurz runter. Ich bin immer der Letzte, ich gehe einfach zu Spiel 2, nee, Quatsch. Zack, okay. So, ihr habt hier Spieler 1 und Spieler 2, ihr habt hier jeder eine Kiste, nehmt euch eure Sachen raus. Mein Gott, ich habe nur 10 Pfeile. Ja, nicht benutzen. Oh nein. Kopf schießen. Wie das aussieht, der Verrückte im Laden. So, dann gehen wir mal rein. Ja. Okay. So. Ja, das Spielprinzip ist wie folgt. Ihr stellt euch hinter die grüne Absperrung, die ich jetzt hochfahren werde. So. Und ich werde jetzt... Profis. Die Lore, jeder hat... Wallen, du musst hinter den roten, hinter der grünen Absperrung. Nicht schummeln, gell? Nein, das geht nicht. Okay, und ich muss die Lore jetzt treffen, oder? Du hast, innerhalb von 10? Nee, du hast zwei Schüsse pro Ebene. Und wir bestätigen den, beziehungsweise bleibt es drin stecken dann, oder wie der Pfeil? Nein, dann, wenn du die Lore triffst, dann fällt die Lore von der Schiene. Ach, so, okay, gut. Und wer gewinnt? Wie ist das Biss-System nochmal ein bisschen erklären? Ja, der Gewinner ist, der am Schluss die meisten Loren abgeschossen hat. Das hört sich sehr imitiös an. Also wer fängt an? Dieter Bona, willst du anfangen? Okay, danke, ja. Nee, ich lass den Gast mal anfangen. So. Okay, gut. Dann werde ich mal meinen Pfeil spannen und hoffen, dass ich treffen werde. Also vorhin in Black Ops hat es nicht funktioniert. Mal gucken, ob es hier klappt. Gott, ich habe Angst. Oh Gott! Shit! Was? Kein ein... Die Lore schummelt, ne? Man muss da... Die Hitbox ist ja stark schlecht in Minecraft. Oh nein. Okay. Ich fahre voll durch. So, keiner hat getroffen bei der ersten Ebene. Ich fahre jetzt auch gleich die zweite Ebene hoch. Wenn man vorne nicht getroffen hat, könnte man ja vielleicht weiter hinten treffen. Ja, das war bis jetzt immer eigentlich so der Fall, dass die Leute von hinten getroffen haben und von vorne gar nicht. Man muss einfach die stärkere Verzögerung jetzt beachten. Das heißt, man muss viel früher schießen. Das ist schon... Ja. Okay, dann fange ich wieder an. Achtung. Okay. Ah, oh, der war knapp. Der war... Ich glaube, ich habe es jetzt raus. Warte mal. Okay. Ja, oh. Das war der erste Punkt für... Die Entertain Brothers, damit führen sie mit 1 zu 0. Aber die Tabona hat auch noch auf der Ebene 2 Schüsse. Hier. Aber es ist echt ein geiles Spiel. Muss ich echt sagen. Daneben! Oh nein. Nein! Und da. Okay. Da. Jetzt schieße ich gerade. Daneben. Ich habe gerade geschossen. Ach, du hast schon geschossen, oder was? Nein, habe ich nicht, nein. Da. Ah nein. Was war das? Okay, noch. Es steht 1 zu 0 nach Ebene 2. Wir haben aber noch 3 Ebenen vor uns. So, damit geht die dritte Ebene hoch. Ah! Boden. Salat. Okay. Ich gehe nach vorne und fange eure Pfeile. Beobachte von hier alles. Okay, Achtung. Und Wallen schießt, weil sie ihn auch bei wieder eine Lore trifft. Das wird sowas von. Er führt momentan mit 1 zu 0. Hin und nein, hin und der war... Was war das? Der war zu spät geschossen. Oh, und der zweite Punkt! Nein. Der zweite Punkt! Anscheinend wissen die Entertainment Brothers ihre Stärken, in welchen Spielen welcher Spieler besser ist. Eine schlechte Vorahnung, dass Dieter Bona, ich würde jetzt einen Punkt holen. Habe ich, glaube ich, Rollen richtig rausgesucht hier, das zum Glück spielt er. Nein. Oh. Das war verdammt knapp. Dieter Bona, versuch's jetzt anders. Das ist... versuch's jetzt anders. Ich versuch's jetzt mal mit dem... Oh, der war knapp gewesen. Versuch's anders. Versuch zu treffen. Er steht... Was ist hier eigentlich? Ah, neue Lore, okay. Ja, er steht 2 zu 0. Und Ebene 4 ist... Leute, das ist echt hochgefahren. Ein geiles Spiel. Das müssen wir, glaube ich, auch bei uns im Baumhaus aufbauen, so als in eine Spielhalle oder sowas. Das ist echt genial. Das es gibt ein noch... großes Lob an euch. Ich werde noch 14 weitere Spiele folgen, also... Es ist ein Abend voller Überraschungen. Genau. Außer ich verliere wirklich bei jedem Spiel, dann gibt es wahrscheinlich nur noch 7, 8.
Ach, die wird sich, das packst du schon. Das wird schon passieren, die Tabona. Ach, das ist sehr schön zu hören. So, dann bitte Wallen tritt vor und mach deinen ersten Schuss. Okay, Konzentration, volle Konzentration. 3, 2. Oh, der war auch ein bisschen, der war zu früh und zu hoch. Ja. Aber so nicht schlecht. Ich meine, es war nur ein bisschen zu früh. Oh, 3 zu 0. Das heißt, die Tabona, du musst jetzt in dem Zug mindestens einmal treffen. Oh, gibt's danach noch eins? Nein, das ist jetzt nur einmal so die Runde. Durch. Okay. Also, falls ich schaffe, dann gibt's ja noch diese eine Stufe. Genau, wenn du hier zweimal oder einmal triffst, dann geht's weiter. Wenn du nicht triffst, ist das Spiel zu Ende und die Punkte gehen an die Entertain Brothers. Wollen wir von hier? Von hinten. Okay, jetzt habe ich nur noch einen Schuss und das ist mein letzter wahrscheinlich auch noch. Und wieder treffen? Nein, der war viel zu schwach geschossen. Und somit gewinnen die Entertain Brothers das Spiel Nummer 1. Yeah. Bogenschießen und... Jetzt kommt der Jingle. Was für eine Jingle? Ich hab gewonnen! Dafür kriegst du meine... Ich schüttel dir mal die Hand. Wow. Ein aggressiver Handshake, muss man dazu sagen. Ja, legt eure Sachen zurück in die Truhe. Okay. Und wir begeben uns dann mit dem Studio-Button zurück ins Studio. Es ist noch nicht alles verloren. Und verloren. Alle Tage Abend. Ein Punkt für die Entertain Brothers. Hier hätte die Couch ein bisschen ausgeweitet werden sollen für die Gäste, ne? Da sind ja zwei und hier auf meiner Seite. Ja, letzte Folge war ja die Couch sogar hier drüben nur zwei Blöcke groß. Also ich setze mich hier auf jeden Fall mal hin. Ich schaue mich zu Wallen natürlich. Hier, so. Also, wir sind zwar auf der falschen Seite, aber egal, okay. Ja? Das heißt, die Tabona hat jetzt doch den aber Punkt. Aber ich nehme diese einen Punkt gerne an. Ne? Er steht jetzt 0 zu 1 für die Entertain Brothers. Und sehr schön gemacht. Und ja, das ist sehr toll von mir gemacht. Ne? Sehr schön. Ein technischer Fortschritt, den ich in Minecraft geleistet habe. Ja, der ist wirklich toll. Und ich würde sagen, wir begeben uns auch gleich weiter zu Spiel Nummer 2, Tennis. Oh nein. Oh mein Gott, wie kann das nur gehen? Wo sind die Tennisschläger? Okay, wer wird von euch hervorragend lösen kann? Wer wird spielen, Killer? Also ja, dann werde ich jetzt mal spielen. Okay, auf zu spielen. Okay, hä? Oh nein. Warum will das jetzt nicht? Okay, das ist jetzt komisch. Technische Probleme, ne? Okay. Probleme. Ich werde das schnell regeln, das geht schon schnell. Dann gehen wir auf zu den anderen Spielen und gehen zurück wieder und nein, Igble kann schon da bleiben. Wir sollten okay. So eine Funktion bauen, wo die anderen Spiele versperrt werden. Okay. Und los. Das schnalle ich gerade jetzt nicht. Warum kann ich jetzt nicht... Ach so, okay, jetzt bin ich da. Ich tippe euch schnell alle. Ja. Das war jetzt anscheinend nicht so... Das war nicht so geplant. Oder wir killen uns alle und dann... Ja, genau. Top aus. Ja, ihr könnt euch auch... Macht einfach schräg kill und dann oben... Habt ihr vorhin die Button gesehen? Einfach auf Spiel Nummer 2 drücken. Ah, okay. Spiel Nummer 2, wo ist es? Wieso denn? Ist hier ein Loch? Ah! Was? Hier ist echt ein Loch. Da bin ich durchgeflogen. Ich bin gerade durchgefallen. Oh yeah. Okay. Warte noch auf Dieter Bonner. Spieler 2, nimmt euch eure Tennisschläger raus, sofern man sie so nennen darf. Ja. Gut. Dann. Einfach auf die Button drücken, wo gehst du hin? Oh. Ich will ein bisschen joggen, ne? Okay, ich habe auf den Button gedrückt. Wallen, du kannst hier von oben schon alles zuschauen. Ey, sieht das geil aus. Sieht ja richtig fett und aus. Ich erkläre mal das Spiel. Dieter Wunder kennt es schon, aber für unsere Gäste natürlich erkläre ich das Link gern nochmal. Ihr seht hier oben die Dispenser und den Knopf. Ja. Wenn ihr den Knopf betätigt, wird ein NPC nach unten geworfen, der als Ball dient. Okay. Der muss mit Hilfe des Schlägers versucht werden, über diese Spinnennetze zu befördern. Kann er nicht sterben mit uns? Ach, diese Spaten sind verzaubert, wahrscheinlich mit super irgendwas, keine Ahnung. Super irgendwas, da hast du recht. Als kleiner Tipp, wenn ihr die NPCs schlägt, versucht sie im Sprint zu schlagen, weil da fliegen sie weiter. Und man muss den NPC einfach, also rüberschlagen zum anderen? Genau, und dann einfach immer hin und her. Und dann hin und her, okay. Also 15, 30, 40 und dann Führung oder Sieg. Okay, das machst du ja dann. Ich habe gerade übelstes Déjà-vu, genau wie ich jetzt gerade hier stehe. Voll krass, wirklich. Das war schon mal. Okay, krass. Dann soll ich den ersten Mal holen? Dieter Bohner hat Ball, da er hinten liegt.
Okay, da so, ich verloren du, habe. So, okay, okay, sag wenn du oder... Ich muss den Priester schlagen. Schlag den Priester, ja, Moment, kann ich ihn... Oh. Das ist doch schon ein Punkt für dich, oder? So, wie ja, ich so blöd, wie ich du musst ihn nicht direkt sofort schlagen, du kannst warten, bis er aufkommt und dann erst zurückschlagen. Ach so, okay, warte, also den bringen wir jetzt um, ne? Der hat ja jetzt genug gehabt. Gut, der okay, gut, ist dann, hinüber. Dann ist alles klar. Aber wie kann man dann überhaupt... Ach so, wenn man ihn halt nicht... Wenn man ihn nicht rüberkriegt oder er halt über die Linie fliegt. Ach so, okay, gut. So. Ich hätte eine Frage, wieso ist hier eigentlich so eine fette Lücke, dass... Damit, weil falls der NPC vorbeifliegt, dann runterfällt und wir sehen, dass da ein Punkt für den anderen gemacht worden ist. Dann kann ich jetzt den nächsten holen? Ich, ja. Bin ich, okay, okay, er steht 15 zu 0 für Dieter Bohner. Okay, ach dann. Jetzt kommt's. Oh. Gut. Ist das geil. Bah! Oh. Der ist knapp für Dieter Bohner, okay. Oh nein. 15 zu 15. Oh, steht's. Yeah. Dieter Bohner hat Ball. Lustiges Leute, Spiel, guck wenn... mal, ich schau von hier zu. Du bist der Krunk. Du bist der Krunk. Oh nein. Das gefällt mir voll das Spiel. Wow, 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 wow. Ah, ich fall gleich runter. Oh. Dieter Bohner hat... Ist ja am Ball. Oh, der geht... Der ist knapp drüben, das wird sehr wahrscheinlich... Oh. Oh nein. Das oh, war ein nein, Hammerschlag. Da wird es Dieter Bohner jetzt natürlich sehr schwierig haben. Daufelschlag. Den Ball hinter die Linie zu befördern. Aber oh, und der wird knapp für Killer. Der, oh, der oh, ist so gut nein, wie... Nein, nein. 30 zu 15 für Dieter Bohner. Wahrscheinlich genau, weil er zu nah an dem Netz stand, ne, habe ich da eigentlich die Probleme gehabt. Oh fuck, das ist genau, ja... Genau, man geht davon aus, wenn der NPC weiter weg ist, dass man dann scheiß Chancen hat, wenn er nice... Das war der erste... Hier durch den Spalt runter. Nein, ich fass es nicht. Oh Gott, Gott. Der erste Aufschlag, du hast noch einen Aufschlag, keine Angst. Oh, du kannst es noch immer... Der ist einfach an mir vorbeigelaufen, der Arsch. Das ist die... Will er mich verkackeiern? Ein guter Schlag schon mal. Oh, na, der wird für Killer kein Problem sein, rüberzubringen. Oh nein! Oh Gott, er läuft! Mir. Er läuft zu mir! Er ist auf deiner Seite jetzt! Na, guck mal, warte mal, ich hab jetzt... Der will zu mir! Der liebt dich! Der liebt mich! Okay. Weiter geht's. 30 zu 15. Mal sehen. So richtig mit Grunzen. Nein! Nein! Fuck, das gibt's doch gar nicht. 40 zu 15 für Dieter Bohner. Der nächste Punkt könnte schon den Sieg für Dieter Bohner bedeuten. Killer okay, hat Ball. Oh, okay. Bin gerade nicht überzeugt. Dieter Bohner hat zwei Matchbälle. Liegt man auf dem Kopf ziehen. Also das ist schon besser. Kann man irgendwie die Weite bestimmen? Immer auf die Nase. Oder geht jeder Punkt gleich weit, egal wo man ihn trifft. Ich hab mir auch gefallen, wenn du den gegen die Beine schlägst, fliegt er schon etwas weiter, als wenn du gegen den Kopf schlägst. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur eingebildet habe, damals, wo ich das nur so. Nee, ich glaube, ich bilde es mir nur ein. Ah, okay. Nein. Somit ändert das Spiel Tennis mit 60 zu 15 für Dieter Bohner. Oh, bittere Pille, eine ganz andere. Das war Pille. Wohl das schnellste Tennisspiel, was wir bis jetzt hatten. Ja. Das war echt legt das Spaßigste. Übelst gefistet, vor allem wie er mir da einfach vom Spielfeld weggerannt ist, da der Banause. Das ist bis jetzt jedes Mal irgendwie passiert. Wo ist denn der Killer eigentlich? Wo seid ihr eigentlich? Ah, sind das wieder im Studio? Wir sind schon im Studio. Okay, das so, jetzt Spiel... ein heißes Kopf an Kopf rennen, weil jetzt steht's 1 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. Was? Spiel 1 bringt einen Punkt, Spiel 2 bringt 2 Punkte, wie bei Schlag den Rab. Wollen wir haben verloren. Fuck. Oh, Tisch. Es gibt mal, bis 61 Punkte. Wir haben nur Bogenschießen bis jetzt, oder? Und jetzt ja, Tennis. So wie bei Schlag den Rab, ne? Die Anzahl des Spiels ist auch die Anzahl der Punkte, die man dann daraus... Aber wir hatten noch nur 2 Spiele. Ja. Wir haben aber insgesamt 3 vergebene Punkte. Ne, wir haben... Der erste Punkt haben wir bekommen, dass wir Spiel 1 gewonnen haben. Und Dieter Bohner hat jetzt hat 2 Punkte bekommen dafür, dass er Spiel 2 gewonnen hat. Achso, wenn wir 3 gewinnen, kriegen wir 3 Punkte. Genau. Wenn wir jetzt Spiel 3 gewinnen, hätten wir insgesamt 4 Punkte. 3 von dem Spiel 3 und 1 vom ersten Spiel. Aber genau. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Und wir fangen auch gleich an mit Spiel Nummer... Ja, hast du was zu sagen? Ja, wir haben doch dein Schwert schüchtert mich ein. Ich habe vollen Respekt. Nein, wir haben doch wieder Pause nach der achten Spiel haben wir Pause. Okay, gut zu wissen. Und in diesem Spiel, also in diesem Schlag den Minecrafter Folge haben wir 6 neue Spiele und hiermit kommt das erste neue Spiel. Es heißt Schatzsucher. Oh. Wer wird von euch antreten, Killer oder Wallen? Ich würde sagen, jetzt wird der Wallen dran, wir werden uns einfach abwechseln. Okay, dann
Kommt mit mir. Du willst doch jetzt sicherlich wollen, oder? Du musst jetzt, direkt die Punkte reinholen. Ich hab gerade überlegt, also ich versuche die Aufgabe so ein bisschen, ne, dass deine Stärken und meine Schwächen, dass wir das irgendwie versuchen zu kombinieren, aber das, klar. Schatzsuche ist wahrscheinlich jetzt, ne, kann man jetzt nicht gut einschätzen, wer was besser kann. Ich werde jetzt aber mal machen. Eine Diamantschaufel. Ich hab mir schon eine Schaufel genommen. Durfte ich das? Wo bist du? Achso, ich sehe dich gar nicht. Warte, ich geh mal zurück zum Studio und dann komme ich wieder her, vielleicht sehe ich dich dann. Oder du gehst raus und dann wieder rein. Dann sieht man ja unsere IP vom Server. Wieso hast du sie? Ah, jetzt sehe ich euch, okay. Habt ihr eure Schaufeln rausgenommen? Ich seh dich jetzt nicht, Alter. Das ist egal. Kommt einfach hier rein, Killer, du kannst auch mit rein. Wenn du willst, kannst du im, kannst du in den Game Mode gehen und auch mit mir fliegen. Ja, mach ich. Direkt mal machen. Ihr seid jetzt in diesem. Da einen Knopf. Nicht, den drückt ihr erst später. Wenn überhaupt, ist da überhaupt ein Comment-Block? Nee, das nicht, da, ihr könnt ihn ruhig drücken, das ist nix. Da macht gar nichts. Da will ich sofort mal ein bisschen rumdrücken, Neckart. So. Okay. Ihr habt jetzt, seid jetzt in diesem Sandfeld drinnen. Irgendwo unter dem Sand sind Kisten versteckt mit Diamanten. Es gibt Kisten mit Diamanten und Kisten, die leer sind. Das Ziel ist, wer innerhalb von 3 Minuten die meisten Diamanten zusammengesucht hat, hat dieses Spiel gewonnen. Kann man unten auch durchfallen, ab einer gewissen Tiefe? Nein, alles ist von Obsidian beschichtet. Oh, das ist ähnlich wie Breakthrough, oder Wallen? Da müssten wir jetzt extreme Vorteile haben. Junge. Oh, oh. Auf jeden Fall. Sollen wir starten? Ihr könnt starten, von mir aus, wenn ihr bereit seid. Seid ihr bereit? Okay, ja. Go. Go, go. Wird die Zeit schon gestoppt? Ja, die ist bei mir schon hier am Ticken. Tick, tack, tick, tack. Oh mein Gott. Okay. Was ist das? Wallen. Geht durch. Mein Gott. Okay. Ich habe meinen ersten Diamanten, das darf ich schon sagen, oder? Ja, kannst du ruhig sagen, Dieter Bohne hatte seinen ersten Diamanten. Wallen buddelt sich hier anscheinend einen geraden Weg, okay? Dieter Bohne grabt nur die erste Schicht ab, um zu hoffen, dass... Das ist die super Taktik, die erste Schicht. Einfach alle Schichten erstmal die Reihe ab, ne? Mhm. Keine schlechte Idee, keine schlechte Idee. Da hinten sehe ich übrigens ein Level, das sieht aus wie ein fliegendes Hühnchen hier hinter der Tennisarena. Das ist Kaktusstapeln, fliegendes Hühnchen. Guck mal, oder? Wenn du da hinguckst, guck mal hier in meine Richtung, also da hinten, sieht aus wie ein Hühnchen, das fliegt. Ja, das stimmt. Ich habe meinen zweiten Diamanten. Oh mein Gott. Ich habe immer noch keinen. Oh mein Gott. Sieht schlechter aus, glaube ich. Entschuldigt den Cut, wir hatten technische Schwierigkeiten gerade. Das Spiel ist auch zu Ende, leider. Konntet ihr das nicht sehen, aber Dieter Bohne hat gewonnen mit 4-3, wenn ich mich noch recht erinnere. Ja. 4-3. Und somit gehen wir... Geht auch Spiel 3 an Dieter Bohner. Ich würde sagen, wir geben uns zurück ins Studio. Legt eure Sachen ab. Ich drück mal F1. So, meine Sachen habe ich vorhin schon abgelegt. Leider. Ich mach mal hier alles in der Truhe rein. Nicht gut für EBN aus. Oh, da oben ist Killer. Lalalala. Weißt du, alle Dinger durch ein Spiel. So, und somit steht es 5-1 für Dieter Bohner von Kickplay Games. Ja. Aber das kann sich auch schon im nächsten Spiel ändern. Wenn das die Entertainment Brothers gewinnt, steht es 5-5. Und das ist, wer wird denn antreten? Wallen, oder? Moment, wir hören jetzt erstmal, um was es hier geht. Genau. Lava Quiz, das ist eigentlich egal, wer da bei euch antretet, oder? Was, ein Quiz? Lava Quiz, da wo ihr eure eigenen Fragen dazu ausdenken musstet, am Anfang. Oh mein Gott, Wallen, ich glaube, da musst du nochmal antreten, ich bin ganz schlecht da bei gibt's Quiz. Da gibt's keine Geschicklichkeiten, das ist nur die Ausfragung. Ja, eigentlich mag ich lieber Geschicklichkeiten. Ach so, ich weiß quasi, also ich habe so super duper Fragen, wann, um wie viel Uhr irgendwelche Updates gekommen sind. Das ist was anderes. Nee, das ist bei einem anderen Spiel, die habe ich mir ausgedacht. Die Fragen, die jetzt Dieter Bohner sagt, die kennen... Fühl dich einfach mal an. Die kenne ich, mach du aber... Mal, weil Quiz, das ist nix. Okay, Spiel Nummer 4. Okay, oh nein, der Knopf will nicht funktionieren hier. So. 4. Hier, yeah, genau. Wow. So, dann werde ich mal Spieler 2 Kiste aufmachen. Hier ist eine Wooden Pickaxe drin. Genau, wartet. Drückt jetzt wieder dabei, über seiner Kiste war, ist ein Knopf, den sollt ihr drücken. So, nein, ich bin gefangen. Oh mein Gott, okay, jetzt nicht mehr bewegen. Ich werde jetzt den Zaun abbauen. Das heißt, dass sie nicht runterfällt in die Lava. Drück mal F1, damit ich nicht euch aus... Like on fire. Zaun ist on fire. Ich lasse mal kurz die Lava, ob die auch wirklich gut ist. Ja, die Lava ist gut. Oh. Ist sie warm? Die ist ja ist angenehm. So, okay, gut. Das Spielprinzip ist wie folgt. Ihr habt euch am Anfang vor dem Spielen hier noch jeder 5 Fragen über Minecraft ausgedacht. Und die gilt es jetzt, sich gegenseitig zu stellen. Wenn jetzt zum Beispiel Wallen Dieter Bohne eine Frage stellt, die er falsch beantwortet,
Ich mach schon den Regen aus. Darf der Wallen dem Dieter Bohner einen Block unter seinen Füßen abbauen. Und sobald, und wenn er sie richtig beantwortet, dann sieht das nichts, dann darfst du keine abbauen. Und ja, sobald man halt keine drei Blöcke mehr hat, dann fällt man in die Lava und hat so einen verloren. Was, wenn man zur Seite springt? Ja, man hat trotzdem dann verloren. Hat man gewonnen. So macht es der Wallen immer. Ja gut, gut, das ist also alles eigentlich ziemlich einleuchtend. Ich wünsche Wallen auf jeden Fall alles Gute, er wird das schaffen. Er ist nämlich der Quizmaster hier bei uns. Okay, Wallen darf dann anfangen mit den Fragen stellen, da die Entertainment Brothers hinten liegen. Okay, so, Frage Nummer 1. Gott sei Dank habe ich ultra schwere Fragen genommen, die keiner beantworten kann. Oh, das gibt's. Somit ist der Sieg schon bei uns. Oh nein. So, Frage Nummer 1. Wenn ich kein Schaf scheren möchte, wie kann ich an Wolle kommen? Ihn zu Tode kloppen. Also wirklich ohne ein Schaf anzufassen. Ne? Normalerweise, so, wenn man Wolle will, braucht man ja ein Schaf töten, die Wolle aufnehmen. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, um an Wolle zu kommen. Ihn verbrennen? Nein. Das war die Schaf. Das war eine falsche Antwort. Die hat zuerst schon eine Antwort abgegeben. Man kann nicht mehrere Antworten abgeben. Ah. Und die richtige Antwort wäre Fäden gewesen. Spinnenfäden zu nehmen, genau. Und vier Stück. Wenn man aber das Schaf abfackelt, dann toucht man ohne ein Schaf. Du brauchst ohne Schaf. Also das heißt, ohne Schaf. Ohne irgendwie mit einem Schaf in Verbindung zu kommen. Das ist ja ziemlich scharf. Ja, das ist echt scharf, wirklich. So, ich brauche Beachtung, der Stein kommt weg. Nicht hinfallen, gell? So. Ey, den kann ich mir wieder hinbauen, oder? Nein, darfst du nicht. So, weg mit dem. So, jetzt, okay. Dieter Bohner, du darfst jetzt dem Wallen eine Frage stellen. Erstmal in die Augen gucken, so. Genau. Okay. Was haben wir denn hier? Kann man an Vergiftungen in Minecraft sterben? Nein. Das war richtig. Oh mein Gott, Merlin, ich hätte ja gesagt. Ich habe vorhin auch ja gedacht, wo mir Dieter Wunder die Frage gegeben hat. Ich habe auch gesagt ja. Als ich so die Fragen, Antworten eingetragen habe, habe ich gleich mal ja hingeschrieben, weil ich dachte, ich wusste und dabei ist es nein. Oh, so ein Glück, ey. So ein Glück. Wallen, du bist wieder dran. Oh nein. Okay, Frage Nummer 2. Du hast kein Schwert, keine Ausrüstung. Du stehst nackt vor mir, genauso wie ich. Wie oft musst du mich jetzt boxen, bis ich tot bin? Mit der die Anzahl der Hits. Die Anzahl der Hits. Ohne Ausrüstung, ohne Waffen. Einfach mit der Faust. Ein nackten. Darf ich das jetzt ausprobieren? Nee, okay, ich sag 20 Hits. Okay, das ist richtig. Okay. Yes! So. Moment mal, sorry, das muss ja Dark Alpha sagen. Okay, das ist richtig, das ist richtig. Yay! Oh, yeah. Das ist richtig! Yeah. Bräunensprung und dann in die Lava. Okay, also meine nächste Frage. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Apfel von einem Eichenbaum droppt? Das ist richtig mies. Willst du einen Prozent? Ja, in Prozent. Ach Gott. Muss man sagen. Ist die Prozent, ganz kurz, noch eine ganz kurze Frage, das ist mir hoffentlich genehmigt. Ist es eine 10er Prozentzahl? Nein. Ach, Scheiße. Das muss genau, ich das niemals erraten. Genau auf den Einer richtig sein oder wie, oder sogar auf eine Kommastelle. Es ist eine Kommastelle. Ja, so okay, schwer ist also das nun auch nicht. 21,9 sage ich jetzt einfach mal. Wie viel? 21,9. Nein, das ist falsch. Nein. Richtig wäre 0,5% gewesen. Oh, okay. Jetzt. Da. Okay, steht wieder jetzt Gleichstand. Und oh, Wallen. Ich wollte Q drücken und wäre fast in die Lava gefallen. Das wäre lustig. Vorzeitiges Sieg durch Aufgeben für Dieter Bohner wäre das dann, glaube ich, gewesen. Ja, Wallen, du bist dran. So. Kurz überlegen. Die nächste Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Was hält Creeper auf Abstand? Es ist eine... Nee, du brauchst nichts sagen. Individuum, du musst... Okay, Das Creeper auf Abstand hält. Gezähmte Ozelote, die sozusagen Katzen sind. Das ist richtig. Oh my god. Wow, fuck. Du bist eh im Game Mode, von dem her. Ja, ich bin nicht mehr. Ich bin Game Mode 0 wieder. Bisschen habe ich noch unter mir zwei, ne? Ja. Nächste Frage. Dieter Bohner ist dran, mit der Frage zu stellen.
Okay. Was haben wir denn hier? Also. Boah, jetzt muss ich mich zwischen zwei entscheiden hier. Also ich, also da, nee, ich sag nix. Okay. Schokolade. Schokolade. Okay. Was passiert, wenn man Notch in Minecraft in Multiplayer umbringt? Ach du Scheiße. das ist richtig schwer, du. Ihr habt nur so schwere Kackfragen. Wart mal ab, die nächste Frage wird dich... Oh nein. was könnte ich da sagen? Warte mal. Ich muss da versuchen, an mehr Infos ranzukommen. Mal gucken, ob ich da einfach ein bisschen bestechen kann. wir reden hier gerade von seinem Minecraft-Char im Multiplayer-Modus. Genau, wenn er den Multiplayer trifft, irgendwann in 3 Jahren irgendwo auf dem Server und du ihn dann tötest, was droppt er? Aber er ist wirklich in Person da, oder? Ja, genau. Er spielt halt den Charakter gerade. Von also droppen habe ich eigentlich nichts erwähnt. Aber er lässt doch dann irgendwas da, hast du mir gesagt, oder? Ich habe einfach gesagt, was passiert. Boah, was er stirbt. Ach, halt. Er stirbt. Nee, der stirbt nicht. Nee, aber ich meine, ich habe nochmal, also der hat immer was dabei, oder was? Das ist ganz merkwürdig. Okay, also wenn du ihn tötest, sage ich jetzt einfach mal, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wird er ein verzaubertes Diamantschwert droppen, was die höchsten Verzauberungen hat. Keine Ahnung. Falsch. Oder? Das ist falsch, ja. Oder? Falsch, oder? Das ist falsch, ich weiß. Wer sagt die richtige Antwort? Ich oder? Sag du sie, weil ich glaube dann die falsche hier aufgeschrieben. Er droppt dann einen roten Apfel. Okay, dann habt ihr doch die richtige. Einen roten Apfel? Ja. Ich hätte jetzt eher einen goldenen erwartet, aber einfach einen roten, okay. Aber warum ist das denn so? Weil er Classic ist. Classic. Okay. Das sie kann. Okay. Oh, Steak. Ja, ich muss ein bisschen hier Feuer anfangen. Ein bisschen noch mehr braten, obwohl die schon angebraten sind. Ja, die sind mir noch viel zu wenig, ich will sie schwarz. Ich will die schwarz. Okay, Wallen, du bist dran. So, die nächste Frage. Jetzt kommt die schwierige, oder? Wie hoch ist der höchst zu bauende Block? Und zwar will ich gerne die Zahl auf der Y-Achse wissen. Es gibt eine X- Man, ich hab den alle gut verstanden. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe. Ah, jetzt ist es, also bei Dieter Bonas? Was war das gerade? Das war bei Wallen. Okay, dann wiederhole ich die Frage nochmal. Das ist bei Wallen. Aber es ist immer noch Wallen. Warte, Wallen, ich wiederhole es kurz, okay? Weil man hört dich echt gerade gar nicht. Gefragt ist einfach, ab wann... Wie hoch man bauen kann, also ab wann kann man nicht mehr bauen? Wie hoch ist der höchste Block? Wo steht der? Auf der Y-Achse wäre das. Okay, dann? 256. Ich kann es nicht fassen. Ich kann. Das ist eigentlich eine Frage, die man... Ja, das ist richtig. Das ist aber eine Frage, wenn jemand einen Minecraft-Server schon mal gehabt hat, dann weiß den eigentlich jeder. Wir haben es nicht gewusst, wir haben schon ewig viele Server gehabt. Echt jetzt? Ja, wir sind wirklich nicht bewandert, was Minecraft angeht. Wieso steht das irgendwo im Serverlog oder was? Ja, in dem Server-Property steht drin. Kannst du ja die maximale Balkhöhe einstellen. Jetzt kommt der letzte Block. Wallen? Frisch gebraten. Ich hab's geschafft, ich hab gewonnen! Oh nein! Warum hast du gerade den Block abgebaut? Wieso? Das war doch richtig, oder? Ja, warum baust du sie bei ihm ab? Ach stimmt, das fällt mir jetzt gerade auf. Das war ja nur richtig. Und dann musst du ja die nächste Frage stellen, der Bohne. Aha! Wallen, du kannst doch mal zurückkommen. Für das baue ich bei mir einen Block ab. Ja, genau, das ist wohl das Mindeste. Damit es fair ist. Killer, Wallen, geh mal aus dem Teamspeak raus und join wieder rein. Ich verstehe vor allem nicht, warum er hat eigentlich einen Ping von 15. Eigentlich ist es doch super. Hört ihr mich nochmal? Ja, dich, wir hören nur den Wallen nicht. Also da gealfert, du bist da auch noch irgendwie. Ja, genau, bei dir ist auch, du hast sogar einen Ping von 55, daran wird's liegen. Was bei mir? Bei dir ist in Ordnung, also ich höre dich tadellos. Mich hört ihr nicht tadellos oder wie oder was oder wie. Also man hört dich ein bisschen verschrubbelt. Du bist voll Roboter. Also so wie wollen eigentlich auch gerade. So. Okay, warte, ich guck auch nochmal hier reconnecten, switch mich dann rein. Dann kämpfen jetzt wir. Bam, bam. Disconnected. Connected. User entered your channel. User left your channel. So, ich warte jetzt.
Ich warte gerade eben, bis die mich hier rüberziehen. Ja, sehr interessantes Gespräch, was ich hier mit euch führe. Ja, was könnte ich Ihnen erzählen? Ich könnte jetzt eigentlich mal die ganzen Spiele hier auflisten. Die wir jetzt noch spielen werden. Soll ich das machen? Ich weiß es nicht. So, soll ich das jetzt machen? Ach so, okay. Ich habe den mit dir zuschaut. Das war ja mal wieder so eine technische Schwierigkeit. Wo ist Dieter Bohner und wo ist Wallen? Wir sind alle tot und wir kommen gleich. Okay. So, Spiel 4. Wir sind jetzt wieder hier vor Ort. Jeder hat's, den Punkt kannst du drücken, wenn du willst. Ich habe das vorhin auch total verrafft. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich muss jetzt irgendwie in die Lava springen. Aber gut, ich meine, wir können ja ab hier... Cool, ihr habt dich jetzt die Position getauscht. Ist ja, ist auch egal. Okay. Ja, ich habe halt bei mir einen Block abgebaut, damit es halt fair ist. Oh, das ist aber sehr jetzt wird's halt nett von knackig. Dir. Danke. Okay. Jetzt wird's aber knackig. Jetzt, Dieter Bohner, du darfst jetzt eine Frage stellen. Jetzt bin ich ja dran. Ja. Wo war ich denn? Ach ja. Füllt ein Apfel oder eine Karotte mehr Hühnchenschenkel auf? Okay, wiederhol also, die Frage bitte nochmal. Ich hab das jetzt gerade nicht... Also Essen, füllt ein Apfel oder eine Karotte mehr Hühnchenschenkel auf? Oh. Also von was man einfach setterer wird. Genau. Der Hühnchenschenkel, ist da gebraten oder roh? Also in der Leiste da unten für Hunger. Ja, ja, aber da ist das Hühnchen, das du isst, ist es gebraten? Du isst ja kein Hühnchen, du isst ja eine Karotte... Und dann, was ist du da, Karotte? Oder Apfel und dann diese Koteletten da unten bei den Herzen, das meine ich. Ja. Ja, klar, aber es geht darum, was eine Karotte oder ein Hühnchen. Ja? Nee, es geht darum, eine Karotte oder ein Apfel. Welches davon mehr Hühnchenkeulen bringt. Also er hat das da unten einfach nur Hühnchenkeulen genannt, aber einfach nur... Ob den Hungerbalken mehr füllt. Ist das Hühnchen? Man versteht dich nicht. Schon wieder Roboter. Ah, nein, wir haben, heute haben wir echt stark... Oh, shit. Oh, shit. Wollen reconnecte bitte nochmal, man versteht dich gar nicht. Und dich auch nicht, Dark Alpha. Was mich nicht. Dark Alpha ist das Problem, ich weiß es ganz genau. Oh nein, Tutorial gebrannt. Machen wir halt schnell einen... Machen wir schnell einen Cut und dann gehen wir auf unseren Teamspeak mal rüber. Okay. Okay. Und ein kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich den technischen Problem danach wieder behoben. Ich habe so schnell gesprochen, damit er mich verstanden hat. Bis gleich, tschüss. Und wieder mal herzlich willkommen zurück zu Schlag den Minecrafter. Ja, genau. Wir hatten mal wieder technische Schwierigkeiten, zum zweiten Mal in dieser Aufnahme. Ah, oh, wie toll das doch ist. Oh yeah. Und ja, wir gehen gleich weiter mit der Frage, die war... Ja, wie war die denn, die Tabona? Ja, stimmt. Also... Füllt ein Apfel oder eine Karotte mehr Hühnchenschenkel auf, wenn man sie isst? Das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur eine Sache im Zusammenhang mit dieser Frage. Ich weiß, dass ein Apfel zwei auffüllt. Ich weiß aber nicht, was eine Karotte auffüllt. Das ist gerade mein Problem. Wir haben noch nie Karotten gegessen bei unserem LP. Ja, ich weiß nur, dass ein Apfel zwei Hähnchenschenkel auffüllt. Aber rate. Überlege. Denke an die Minecraft-Logik. Logik. Also irgendwie, ich weiß nicht. Gemüse alle oder Fleischsorten, Obst. Denke ich mal, bringen auf jeden Fall mehr. Und Obst, ich weiß nicht. Denkst du, es könnte sein, dass Obst irgendwie alles gleichwertig ist? Hühnchen, Apfel, weil ich, wenn ich mir jetzt im reellen Leben vorstelle, beide haben irgendwie Vitamine. Ich, keine Ahnung, ob da... Ich will jetzt ich bin jetzt nicht dran. Ich glaube, ich darf jetzt noch nicht mal tippen. Ich werde jetzt auch nichts tippen, aber ich würde auf eine Sache tippen. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie nicht gleich sind. Ich weiß nicht, ob das überhaupt zugelassen ist. Darf man da bei einer Aussage irgendwie sagen, ja, beides? Ja, das geht. Oh mein Gott, beides wollen. Nee, Quatsch, also wie gesagt, keine Ahnung. Ich hab da schon eine Ahnung, aber ich will sie jetzt nicht aussprechen. Weil ich glaube, man beobachtet zusammen, dass Steaks und verschiedene Fleischsorten... Die bringen mehr, so viel kann ich euch sagen. Die bringen mehr als... Aber untereinander die Fleischsorten bringen, glaube ich, gleich viel. Das weiß ich, das kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß aber, dass die mehr bringen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass unterschiedliche Fruchtsorten auch das gleiche bringen. Deswegen sage ich mal beide zwei. Das ist sogar richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Aber die nächste Frage von Dieter Bohner wird knackig. Und wir führen einfach fort. Wollen, du bist jetzt dran. Oh nein. Oh, fuck, ich hab meinen Zettel gerade weggemacht. Vor allem, wir haben noch keine knackigen Fragen gemacht, Wollen. Ah, super, ich hab euch ja gesagt, ihr könnt... Ich hab gar nicht gesagt, in welchem... Zusammenhang wir Fragen stellen müssen. Ich habe gesagt Minecraft. Wir haben gesagt Minecraft, egal was. Ihr könnt euch da... Okay. Aha. Ich bringe schon eine. Ihr könnt uns fragen, wann ist die Fick-Mod in Minecraft eingeführt worden? Oder die, was weiß ich, was für eine Mod? Nicht.
Weiß ich doch nicht, es gibt sogar eine, es gibt eine Grasmod, wo du dir Hanf anpflanzen kannst, dann wird es auch sowas geben. Na okay, Wollen, hast du noch eine gute Frage? Ich habe nur eine ultraleichte. Naja gut, ich werde jetzt mal eine leichte Frage stellen, die ich eigentlich direkt selbst beantworten kann, weil die dir der Bohnen auf jeden Fall wissen wird. Auf geht's! Frage Nummer 5. Was fordert den Wachstum von Bäumen? Baumholz. Im Sinne von Eigenschaften oder im Sinne von Items? Im Sinne von schneller wachsen. Okay. Wachstum. Schneller wachsen. Da würde ich dann sagen Knochenmehl. Richtig. Ich habe nichts gesagt. Das ist richtig. Wir tappen im Dunkeln. Wir tappen im Dunkeln. Was ist, wenn eigentlich alle Fragen gefragt sind und beide stehen da so? Dann habe ich da kommt ein Stechen. Okay, gut. Aber ich glaube, die nächste Frage von Dieter Bohner, die ist wirklich schwer. Oh, shit. Stell sie einfach mal, Dieter Bohner. Autisch. Dieter Bohner, hast überhaupt keine Chance. Okay. Nächstes Mal spielt ihr gegen mich. Au. Oh, no. Au. Okay, jetzt kommt's. Was wurde aus dem Minecraft April-Scherz von 2013? Oh, shit. Ich sage Folgendes. Okay. Ich habe mich mal schön mal umgebracht, weil ich keine Ahnung habe. Die richtige Antwort wäre nichts gewesen. Oh fuck, nichts. Das hätte ich doch gewusst! Echt jetzt? Shit, ey. Bittere Pille. Aber gut, ich hätte aber ich hätte auf keinen Fall nichts getippt, also das war schon auf jeden Fall fest und von daher. Okay, dann gehen wir einfach mal zurück ins Studio. Das mit den Giften hätte ich vorher nicht gewusst und ich hätte überall anders gedacht bei dir. Chunk Error. Shit. So, das war Spiel Nummer 4. Nummer 4. Wir schau dir das an, wir werden sowas von verlieren. 3, 4. Das würde ich nicht sagen. Im letzten Schlag den Minecrafter. Was ist das hier? Genau. Im letzten Schlag den Minecrafter habe ich 10-0 geführt und habe dann am Ende noch verloren. Also es ist hier noch alles offen, also es werden ja auch immer mehr Punkte vergeben pro Spiel. Ihr könnt jetzt im nächsten Spiel auch schon wieder auf 3 Punkte aufholen. Spiel Nummer 5 ist Tauchslalom. Oh Gott, also da wollen soll ich? Ich mach jetzt auch mal. Okay, Killer ist dran jetzt, oder? Ja, ich gebe dir schnell mein Essen, Wollen. Guck mal hier, ich weiß jetzt, wie man komplett alles rausschmeißt. Und zwar. Oh, ich muss mal hier clearen. T-Clear. Pass mal auf, wenn ich STG gedrückt halte und dann auf Q drücke, fliegt alles raus, was ich gerade angepeilt habe. Das ist ziemlich cool. Also ein ganzes Stack, oder? Ja, dann kann man den ganzen Stack wegschmeißen. Danach habe ich. So, wenn alle da sind, dann begeben wir uns zu Spiel Nummer 5. Wollen ist gleich da. Da kommt er. Ups. Der ist schon reingegangen, dieser böse Moment, Bub. Spiel 5, ich bin unterwegs. Soll der Amboss hier wirklich... Wo seid ihr alle? Ich bin hier. Okay, ihr seid alle da? Wo ist Killer? Ich meine, wo ist Wallen? Ich bin schon da. Also ich sehe ganz und gar keinen. Dann geht zurück ins Studio und... Warte hier, Studio-Knopf, ne? I can see Dieter so. Boni. Jetzt ist Wallen zum Studio, glaube ich. Ich bin im Studio, ich komme jetzt einfach wieder zurück. Ich komme auch wieder zurück, weil ich habe Wallen nicht sehen können. Ich ziehe mal diesen Diamanten. Spiel Nummer 5, oder? Ja. Genau, so, jetzt sehe ich Killer. Jetzt sehe ich gut. Dieter Bohner, siehst du uns nicht, oder was? Ja, jetzt bin ich ja auch wieder im Studio. Hier, sehr schön mit dem Teleport-System hier. Hier sehe ich dich, Dieter Bohner, wenn du dich umdrehst, ich bin hinter dir. Oh. Und ich habe eine wunderbare Kapuze auf. Ah, da bist du ja auch nochmal. Dann gehen wir mal zusammen durch. Und jetzt sehe ich... Ich sehe alle. Ich sehe nur Killer nicht. Ach, scheiße. Mann, ist das durchgebuggt hier. Müssen wir uns sehen? Eigentlich nicht, nee. Ja, dann... Achso, beziehungsweise... Kann man sich sehen? Ich meine, das ist ja oft strategisch. So, Hauptsache ich sehe euch, weil ich nehme auf und das passt. Okay, ja, Dieter Bohner, nimm einfach mal deinen Helm raus. Ich sehe zwar euch zwei nicht, aber... Warte. So. Wo ist jetzt Wallen? Ich bin hier am Wasser. Achso, du kannst dich im Game Mode machen, weil du kannst also zuschauen. Sollen wir schon mal auf Arena Button? Du kannst drücken, Dieter Bohner muss hier warten, bis du fertig bist. Also ich darf nicht sehen, was da ableuchtet, oder was? Nein, darfst du nicht. Geh weg da, Dieter Bohner. Ich hab drauf gedrückt, was passiert. Du hast mich geportet so. Jetzt. Hallo, okay. Hallo. Du hast hier ein Becken, das gefüllt mit Wasser ist. Es geht einmal nach vorne und dann geht's noch einmal rechts lang, nochmal hier drüben lang. Okay. In dem Becken sind Kisten versteckt. Ja. In den Kisten findet ihr, ich glaube, ich habe da drin Schwämme versteckt. Und ihr müsst jetzt einfach dann den Parcours durchmachen.
Also im Tauchen, wenn ihr halt Luft braucht, könnt ihr natürlich auch hochtauchen. Wenn ihr sterben solltet, ist das Spiel für euch gelaufen. Okay. Und wer am Ende mehr von den, ja, von den Schwämmen aufgesammelt hat, der hat gewonnen. Also man sollte sie nicht setzen, die Schwämme, ne? Dann wird das ganze Becken ausgetrocknet, soweit ich weiß. Das ging früher. Darf ich mal fragen? Ja, natürlich. Sind die Schwämme irgendwie in Kisten oder müssen wir die abbauen? Kisten, die sind in Kisten. Achso, okay. Also wenn ich einen Schwamm setze, wird das Wasser nicht weggemacht, sondern der Schwamm ist einfach gesetzt und ich muss ihn wieder abbauen. Nee, der Schwamm, der ist in der Kiste drin, hier sind viele Kisten in dem Wasser. Ja, ich meine, wenn ich den Schwamm jetzt nehme und den einfach hier an die Wand klatsche, geht, würde er gehen. Dann habe ich ihn dahin gemacht und bin ein Loser. Genau, hast du da einen Punkt weniger eingesammelt. Okay, gut. Und muss ich jetzt hier unten drunter durchtauchen? Also es sind unten Öffnungen oder muss ich... Unten sind überall Öffnungen, da kannst du überall durch. Okay. Und ich kann eigentlich nur zum Atmen nach oben, ich habe keine andere Möglichkeit. Ja, du kannst halt auch so hier und dann... So hier drüber und dann drüber, aber es ist vorgesehen, dass du unten durchtauchst. Okay, gut. Ich wäre eigentlich soweit. Okay, dann würde ich sagen... Der ist irgendwie unter mir, wie hat er das gemacht? Der bleibt da unten, ist der Spawnraum, wo wir spawnen zum Spiel. Okay. Und... Wie lange hast du Zeit? Wie bitte? Wie lange habe ich Zeit? Bis du einmal durch bist oder stirbst. Ach so. Ja, das ist aber alles aufsammeln die ganze Zeit, wenn man sich Zeit lässt. Das stimmt auch. Ja, okay, dann mache ich einfach mal... Also ich würde auf jeden Minuten. Fall... Oder halt drei, so wie vorhin, irgendwas halt, ja. Zwei Minuten, mach einfach zwei Minuten. Okay. Dann stoppe ich mal die Zeit ab. Jetzt, kannst loslegen. Okay, wow. Go Killer, Go Killer. Go Power Rangers. Oh, ich komme ja gar nicht durch dieses erste Kackding durch. So, okay, cool. So, Killer ist hier. Er hat wohl den ersten Schwamm gefunden. Ich sollte mich lieber nicht bewegen, sonst sind meine Koteletten weg. Deine Koteletten? Er taucht kurz auf, um Wasser zu... Ah ne, ich sag's nicht. So. Oh, das ist ja ein richtiges Labyrinth, Leute. Unangenehm hier drin. Er hat einen Schwamm bis jetzt gefunden. Ah, und die zweite Kiste hat er auch schon. Wer? Es gibt zwei Öffnungen hier durch. Ist es nacheinander hier, oder wie? Wie bitte? Ja, hier ist es, du bist jetzt im zweiten Abteil. Es gibt zwei Abteilungen, wo man durchschwimmen muss. Okay. Wunderschön hier. Hier darf man natürlich nicht das falsche Texture-Pack haben. Man sollte möglichst auf den Grund schauen können, wahrscheinlich. Ja, das ist, habe ich ja gerade gemerkt, wie toll das ist. Das ist nicht so, es geht nicht so gut, wenn man oben ist. Es geht schon, aber eher nicht. Okay, Killer ist jetzt schon, okay, du kannst durchschwimmen, ich will dich nicht behindern. Ja, cool, ich guck noch gerade hier. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade so blöd gemacht habe. Und, wie sieht's aus, Zwischenstand? Ich habe jetzt vier Schwämmchen. Da vorne hole ich jetzt gleich den fünften. Also ertrinken kann man hier eigentlich gar nicht. Dieter, du musst dir keine Sorgen machen. Fünf Schwämme. Du musst dann hier oben auftauchen. Und dann wartest... Wie lange habe ich noch Zeit? Du bist schon durch. Du bist fertig. Ach so. Sind fünf, ist fünf die Maximalanzahl? Weil sonst hätte ich in meinen zwei Minuten, die ich noch hätte, noch Fünf... Ja, genau. Fünf waren's. Gut, okay. Dann habe ich alle fünf. Dann gehe ich jetzt zurück in den Raum. Was, wenn ich alle finde? Dann müssen wir uns verprügeln. Ich sehe dich mit deiner wunderbaren Krone. Ich muss wahrscheinlich die Schwämme neu verstecken. Hallo, wir sind... Komm, ich geb dir schnell 5, dann hast du gewonnen. Ja, danke. Das nenne ich mal Zusammenhalt der Spieler. So. Aha, ich sehe dich voll durch der Wand hier. Lustig. Warte. Aber gut, ich meine, wie gesagt, das Maximale ist ja jetzt theoretisch erreicht. Ja, das heißt, er kann nur noch ausgleichen oder verlieren. Wie war die Zeit? Also ich meine, war... Eine Minute 25 hattest du. Dann geht's auf Zeit, oder wenn wir... Ja, machen wir einfach dann auf Zeit, Machen wir auf Zeit. Du hast 2 Minuten Zeit, da durchzupaddeln. Ja, du hattest 1 Minute 25 gebraucht. Ja gut, wir könnten dann sagen, wer die schnellere Zeit hat, um alle 5 zu finden. Das können wir auch machen. Also 1 Minute 25 hatte Killer. Und Dieter Bohner, du kannst dich hoch teleportieren. Oh, ich bin bereit. Bereit. So, Wallen ist jetzt bei Killer unten. Und ich würde sagen, bei dir geht die Zeit ab jetzt. Lalala, hier ist deine anscheinend. Nein, jetzt ist die Schwamm runtergefallen. Oh, SpongeBob. Dieter Bohner. Kann ich jetzt eigentlich auch dazu kommen? Ich habe jetzt schon gespielt. Kann ich zuschauen? Ja, du kannst oben zuschauen. Ach man, jetzt habe ich die die ist so fies hinter der Mauer. Okay, wo ist denn Dieter? Also hast du den zweiten auch gefunden? Ich habe den gefunden. Zwei Schwämmen. Okay. Schreie laut aus, wenn du dann den fünften hast, dass du... Okay, wo ist der? Hier irgendwo nicht, nö. Halt hier vielleicht... Balala, Dieter Bohner. Ja, mal schauen, überall. Aber wirklich voll langsam, gell? Das dauert ewig. Nummer 3, okay, gut. Ja, voll langsam und so.
Hier oben geht's lang, okay. Da unten geht's lang. Dieser Bohnen hat schon 3 gefunden. Mal sehen. Komm, dann komm, was ist dann hier? 3 hat er gefunden, mal sehen, ob er noch überall gucken. Die nächsten 2 finden kann. Oh, komm schon. Ne, sprint mal. Oh nein, ich bin gleich tot, glaube ich. Dann würde ich mal auftauchen kurz. Ja, ich würde auch auftauchen. Ah, das kann ja, Mann. Ja, das kann man. Einfach auftauchen. Na, geht schon. Okay, gut so. Oh nein, nicht dieses Labyrinth hier. Das ist das schwierigste Labyrinth, also jetzt von auf diesem Spiel. Ey, cool, ich habe eine Kiste verloren. Vergessen. Man darf nicht zurückgehen. Das ist, wo bist denn du? Du hast eine Kiste vergessen? Bin gleich da. Und wie sieht der Zeit aus? Da, so, hab alle. Ich hab gesagt, man darf so. Ich hab gestoppt. Oh je. Das ist jetzt echt. Das ist mies. Was das Spiel geht an die Entertainment Brothers. Dieter Bohnen hat 1 Minute 28 gebraucht. Nein! Oh je! Da habe ich uns jetzt endlich mal einen Sieg gebracht. Bin doch zu was gut, Leute. Ja, doch zu etwas. Yay, ich springe hier runter und ab ins Studio. Nein, zum Clear Button. Ah, Clear Button, wo ist er denn? Weil ich sonst auch nichts zu tun habe. Ja, genau, genau. Okay, das war jetzt Spiel Nummer 5. Gehen einfach mal jetzt 5 Punkte auf das Konto der Entertainment Brothers. 3, 4, 5. Yeah. Und somit steht es 6 zu 9. Dieter Bohnen führt noch immer. Ich hätte bitte gerne was zu essen, wenn das geht. Ja, das geht. Oh yeah, oh yeah, jetzt mache ich mir, eigentlich sind die Steaks unser Hauptgewinnerpreis. Was wollte ich denn gerade craften mit meinem Brot? So, wahrscheinlich. Seid ihr bereit, seid ihr wieder alle im normalen Modus, im Survival-Modus? Ja, ich bin schon die ganze Zeit im Survival-Modus, es kann losgehen. Okay, so, okay. Dann gehen wir zu Spiel Nummer 6, das heißt Schaufel-Challenge. Oh yeah. Wer will dabei spielen? Was? Also vorhin hat mir der Schaufel ein Unglück gebracht. Soll ich es ein zweites Mal versuchen oder willst du lieber? Na, du hast recht, Vielleicht sind Schaufeln unbehaftet. Cool. Ja gut, dann mache ich jetzt nochmal das Schaufelspiel. Okay, dann spielt Killer gegen Dieter Bohnen im nächsten Spiel, im Spiel Nummer 6. Da muss ich euch schon ein bisschen warnen. Was? Ich bin Pro. Wo zum Geier sind wir, Alter? Warum spawnt... Okay, der Command-Block. Der ist aber so eingestellt, der müsste stimmen. Cool. Ich tippe euch mal. Ich tippe euch nach alles oben. Alles zerstören, schnell. Ja, ja, los, schnell der Boden. Und den Endstone auch noch, den da ganz unten. Mach den Löcher und schmeißen Fleisch rein, komm. Ja, komm, ja, das ist so geil. Irgendwann in 3 Jahren ist der letzte Stone da kaputt. Genau, wenn wir immer weiter das da draufschlagen. Und dann gehe ich rein und sammle es auf. Oh nein. Ich habe euch gleich oben. Okay. Yay. Ja, ich bin natürlich der Letzte, oder? Dann, jetzt habe ich ja so viel Essen dabei, ist hier das Schlimme nicht, ich mach's einfach alles in die Spieler 2 Kiste rein. So, seid ihr alle oben, irgendwas stimmt in den Comment-Blocks nicht, ihr müsst dann nach dieser Aufnahme sofort mal alles durchchecken, irgendwie. Wir sind alle oben, ich habe einen Diamantspaten, das war's, ne? Ja. Der ist ziemlich gut, ne? So. Hier ist eine Treppe mit Wasser, da geh ich hin. Da will ich nicht hingehen, das ist für die Verlierer da unten. Ach, das ist doch Ding hier, wer ist das? Schaufel-Challenge. Ja genau, das hat doch auch einen Namen. Meat Speed Challenge. Spleef. Ja? Spleef? Nein. Weiß ich nicht. Ich erkläre einfach mal das Spiel. Ihr habt ein Feld mit Erde. Erde. Das Ziel ist, geh in deine Ecke. Ah ja, okay, schäm dich. Okay, los geht's. ihr habt ein Feld mit Erde, das ist nur eine Schicht und ihr müsst versuchen gegenseitig dem Spieler die Erde unter den Füßen abzuschaufeln und ihn somit in das Wasser zu befördern. Das heißt, ihr müsst gegenseitig also euch die Erde unten gegenseitig abschaufeln, damit man runterfällt in das Wasser. Ja. Und das geht bis, also 2 von 3. Ist es schlimm, wenn man sich auch schlägt, also natürlich nicht umbringen, aber wenn man sich mal trifft, ist es dann irgendwie faul? Ihr solltet es vermeiden, also ihr dürft es nicht. Ja, weil wenn man halt schon jemanden irgendwie so tief hat und dann unter ihm den Boden wegschlagen will, dann schlägt man vielleicht auf seinen Kopf, wenn er sich hektisch bewegt. Deswegen. Ja, wenn er schon am runterfallen ist, dann ist es ja egal. Ja, wie tief das hier geht? Wie viel ein Block, eine Schicht und dann unten ist schon das Wasser. Ja gut, dann kann man ja gar... Ja, ich dachte, das sind vielleicht 4 Blöcke, ne? Und ach so. Ja, dann ist es kein Problem. Ja gut. Klar. Irgendwann los, da, Jumpel. Es geht von 2 von 3 Siegen.
Also wir spielen drei Spiele, wer davon zwei gewinnt, hat gewonnen das Spiel. Okay. Da würde ich sagen... Go, go, Killer! Go! Startet! Ah! Trollolol! Tral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 a! Oh mein Gott, war das knapp! Ey, wenn ihr euch so ein Wal baut, ich grenz dich aus! Oh, warte, warte, hey, wir haben so, das war's. Nein, nein, hier kann man vielleicht einen Assassinensprung machen. Aber das könnte schlimm werden. Er ist rübergekommen, dann mach ich den Block mal weg, weil ich dachte, dass er nicht rüberkommen kann. Nein! Dieter Bohner ist runtergefallen. Nein! Aber ich muss sagen, Dieter Bohner hat da echt wirklich was bewiesen mit dem Sprung hier. Also das hätte ich mir nicht getraut. So, ich baue wieder hier die Erde hin. Hier muss ich mal außen rumgehen, ne? Den nächsten Sprung werde ich dann mal machen, wenn sie da einen Sprung erfordert. Okay, man merkt hier schon sehr viel Fairplay. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt auch nicht, direkt losgestochert, ne? Ich bin erstmal zurückgewichen. Das wäre ja fies, so im Sprung, weißt du, den Block, auf dem du landest, direkt zu entfernen. Das darfst du machen, das ist alles erlaubt. Ja, aber das kann ich doch nicht, das ist doch total unfair, das geht nicht. Also vor allem, wenn er schon sich sowas traut, so einen Sprung zu machen, und ich mich das nicht traue, dann kann ich immer nicht den Block wegschlagen. Das wurde bei mir letztens gemacht. Ja, das ist fies. Okay, ich bin bereit. Dann würde ich sagen, los! Oh, jetzt geht's los, wieder los. Oh mein Gott! Oh mein Gott, faul! Oh nein, oh nein! Lalala. Ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Killer und Dieter Bohner. Ich entferne einfach die Steine vor mir, ich bin so behindert, ey. So. Ach, schön. So, Killer hat seinen versprochenen Jump jetzt gerade gemacht, aber Dieter Bohner... Das war ein Block. Das war ein Block-Jump, stimmt. Okay. Ist gerade auf Fluchtkurs. Shit. Ah, ey, das kann man auch schaffen, das tut mir. Und Killer springt in sein Verderben. Okay, 1-1. Oh, er steht 1-1, das heißt, die nächste Runde entscheidet. Das hätte ich nicht machen sollen, glaube ich. Oh. Da bin ich aber böse auf die Nase gefallen. Ja, das haben wir gesehen. Aber sehr mutig. Ja, so einen Sprung. Ich wollte auch mal was beweisen. Ich hab's nicht geschafft. Ich gebe euch hier noch meinen Scheiß. Dein so. Schild. Ja, nicht, dass er da noch irgendwie Erde reinkrotzt. Dass ich anfange zu bauen. So eine Treppe. Genau. Okay, gut. Also ich, ja. Seid ihr bereit? Ja. Da würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Yay! Boah! War das knapp, ne? Der Sieger dieser Runde hat das Spiel gewonnen und somit gehen dann 6 Punkte auf das Konto von demjenigen. Also strengt euch an und lasst nicht locker. Boah, ja, wir strengen uns hardcore jetzt. Oh, ja, okay. Oh, fast wären beide runtergefallen, dann hätte ich nicht gewusst. Das war bei beiden sehr knapp. Warte, das kann doch jetzt nicht... kann man hier neue Aufbauungen anfordern? Nein. Dieter Bohner, das können wir jetzt nicht machen. Okay, komm rüber. Ja. Ja. Okay, Dieter Bohner ist sehr mutig. Nein. Gleichzeitig. Was? Wir haben Steine runtergefallen. Müssen wir jetzt nochmal hier... Ja, noch eine Runde. Das ist das erste Spiel entscheidet. Das ist das erste Mal, dass wir sowas haben. Wir werden am Ende noch 10 Runden machen oder so. Ich fass es nicht. Wir werden jetzt andauernd runterfallen gleichzeitig. Oh. Ah. Aber ich verloren. Ja. Ich bräuchte noch was zu essen übrigens. Ich sammle mal hier die Erdblöcke ein. Ja, ne? Achtung, Killer. So, ich hab dir was hingeworfen. Da wird man direkt voll gekackt hier mit Essen, herrlich. So. Wie war das nochmal hier so? Stellt euch mal hier in noch eure mal, Ecken. Noch mehr Kacke und so. Ein bisschen Kacke. Bisschen Kacke und dann geht es in den Mund. kannst du noch, ah ne, lassen das, Nacht ist geil. Okay, dann machen wir voll das geil. Erste Match bei Nacht. Das letzte Match und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los! Oh Gott. Oh nein, oh. Ich glaube, ich camp mich hier jetzt hin. Oh, das war jetzt sehr knapp für beide. Für beide war das dann eben sehr knapp. Das war gerade so, wir sind einfach zu aggressive hier, glaube ich. Aggressive. Oh. Es werden immer weniger Blöcke und immer weniger Platz für die Spieler, sich frei zu bewegen. Oh nein! Achso, ich dachte schon. Du baust dir selbst die eigenen Blöcke vor den Füßen weg. Ja, warte, jetzt, also jetzt... Gibt das irgendwie noch hier? Dieter Bohner, hier Killer, hier Killer. Er will... Dieter Bohner von hinten überraschen. Das geht. Von hinten? Da kann man gar nicht mehr rüberspringen. Okay, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Eine Eselsbrücke muss gebaut werden. Ich baue schon eine Brücke. Während die Brücke gebaut wird, gehe ich mal in mein Eckchen. Oh, jetzt habe ich so eine Fliege. Ich wollte eben mit dem Schwert eine Brücke bauen. Ja, ich bin so ein intelligentes Bierchen. Ich will eine Schwerterbrücke haben. Okay. So. Das ist unser Kackstift. Oh okay. Nein, nicht Parkour, ey. Oder? Also wer da sich jetzt doch darüber traut, das ist doch unmöglich. Allein wenn man schon... Jetzt. Nein! Dieter Bohner hat verloren.
So, aber, Mikic, aber eigentlich, er hätte eigentlich gewinnen müssen. Er ist schon wieder rüber zu gehen. Ja, das hat er sich selbst zuzuschreiben. Er wurde nicht dazu verpflichtet. Habe ich mir selbst zuzuschreiben. So, und jetzt die. Legt eure Sachen wieder in die Truhen. Okay. Und dann begeben wir uns zurück ins Studio. Oh, und da wendet sich das Blatt mal wieder, ne? Bei ja. Jetzt ist auch Warden auf jeden Fall wieder dran. Jetzt gehen 6 Punkte auf das Konto der Entertain Brothers. Es steht 12-9 für die Entertain Brothers gegen die Tabona von Click Play Games. Das kann sich aber im nächsten Spiel schon wieder ändern. Und das ist ein neues Spiel von mir entworfen. Turmparcours. Turmparcours? Ja, Warden Programm bei euch, oder? Ja, also gut, dann werde ich die nächste Prüfung mal antreten. Okay, Spiel Nummer 7. Dann, ich wähle dich, Walino. Walino. Walino macht das. Tretet ein. Pokémon, 7. Generation. Yeah. Walino. Killer, du kannst dann schon mal in Game Mode gehen, weil wir werden fliegen müssen, wie du hier siehst, die Türme. Okay. Spieler 1 und Spieler 2, drückt mal eure Button. Button. Moment, Spieler 1. Da drüben ist du Spieler. Was ist denn das hier für ein Parcours? Ich komme hier nicht durch. Moment mal, ich hab 1, ich besitze ja Spieler 2, sorry. Was ist denn jetzt los? Alpha, port mich mal bitte zu Spieler 2. Base, bitte. Base. Die Base ist. Ich hab dich jetzt mal zu mir teleportiert. Beziehungsweise, ja. Und dann gehst du in... Bist du bei mir? Nee, ich bin immer noch hier bei Bona. Okay, dann tippe ich dich hier rüben hin. Ich geh schon mal rüber, so. Schrägstrich, TP. Das ist ein toller Parcours hier ohne... Gerüst und so. Ohne ja, das werdet ihr dann schon sehen. Ich hab da schon was in der Truhe gesehen, da ist was sind tolle Sachen drin zum Spielen. Für the Bell. Oh mein Gott. So, okay. Was? Ich erkläre jetzt das Spiel. Ihr seht in eurer Kiste Blöcke. Es sind 26 Blöcke, mit denen müsst ihr euren Parcours selber bauen. Es ist nur möglich mit den 26 Blöcken. Also, wenn ihr irgendwie einen Block auch noch... Und Wolle, ja, das erkläre ich danach. Also. Ihr kennt es danach. Und die Stiefel müssten auch drin sein, oder? Ja. Gut. Was bringt die Stiefel? Kann man springen? Federfall. Das heißt, wenn ihr runterfallen solltet, dann nimmt ihr nicht so viel Schaden. Da ist auch alles drin. Sieht gut aus. Das heißt, ihr habt jetzt die 26 Blöcke. Man kann mit denen nur mit exakt 26 Blöcken da hoch. Das heißt, wenn ihr 25 verwendet, geht es nicht. Oder wenn ihr einen Block irgendwie falsch platziert, kommt ihr nicht an die Spitze. Wenn ihr dann an der Spitze oben angelangt seid. Ich sehe schon, wohin das hinausläuft. Wenn ihr an der Spitze oben seid, müsst ihr versuchen, auf diese Plattform zu springen, auf die auf der anderen Seite hier eine Leiter ist, auf die man drauf springt und somit auf die Plattform gelangt. Also ganz kurz, wenn man ganz oben ist, ab da bitte nochmal die Erklärung. Also wenn ihr ganz oben seid, da seht ihr über euch diese Plattform, die da oben schwebt. Oh Gott, ich habe was kaputt gemacht. Ja, alles in Ordnung. Seht ihr das? Ja, genau, da ist eine Plattform, ja. Und auf diese Plattform müsst ihr dann draufkommen. Auf der Seite der Plattform ist eine Leiter, auf die ihr dann draufspringen müsst. Und wenn ihr auf der Plattform... Das ist jetzt alles verstanden, oder? Ja, klar. Ja. Genau. Muss man den Turm gerade hochbauen, ja, oder? Hm? Oder beziehungsweise wie bauen, also... Man muss sich an der Wand entlang bauen. Also jetzt einfach bis zu dieser Leiter hier, oder? Genau, aber man darf jetzt nicht die Blöcke unter sich stapeln. Okay. Guck mal, Tag Alpha, das sieht nicht schön aus. Was ist da los? Warum geht das nicht? Warte, lass den Block mal da kleben. Und dann so. Ach. So, und jetzt kommen die Zaun und die anderen zwei weißen Blöcke in die ins Spiel. Wenn ihr oben seid, seht ihr den Endstone. Darauf platziert ihr die zwei oder drei Zäune, die da sind. Platziert ihr übereinander. Und dann da an dem obersten Block, an dem obersten Zaun, platziert ihr dann waagerecht die zwei Wollblöcke aneinander. Und somit hisst ihr die weiße Flagge und das Spiel ist beendet. Also man baut praktisch oben seine weiße Flagge auf. Genau. Aber wie kommt man macht die drei Zäune auf übereinander, da muss man aber auf dem Zaun draufstehen, damit das geht, oder? Dass man so hochbaut. Nein, man kann auch so hochbauen, wenn man einmal springt, kann man auf den... Ich weiß nicht, wie viele Zäune sind da drin. Man kann sich auch... Du kannst auf den weißen Block draufstellen, um den dritten Zaun zu setzen und dann den weißen Block wieder abbauen. Wenn ihr runterfällt, müsst ihr dann wieder halt nach oben springen und ja. Heißt das aber nicht, die weiße Flagge ist die fürs Aufgeben? Eigentlich schon. Schon, aber ich habe jetzt einfach die weiße Farbe genommen, weil die blauen und roten Flaggen Wollblöcke sich sonst gesteckt hätten mit den anderen und das wäre sich dann ein bisschen vermischt und das wäre dann nicht so toll. Ja, stimmt. Dann würde ich sagen, wer zuerst die weiße Flagge schwingt, der gibt auf und hat somit verloren. Hat somit, genau. Ich würde dann sagen, wenn es keine anderen Fragen mehr gibt und ihr alles verstanden habt, geht's los. Ich habe vielleicht noch einen ganz kurzen Einwand. Ach so, das fangt ihr schon an, oder wie? Sorry.
Habt ihr schon anfangen? Du kannst trotzdem fragen, obwohl wir angefangen haben. Dann ist es irrelevant. Ich wollte fragen. Warte, Wallen. So, ich sag dir mal gleich, so schaffst du das niemals. Okay. Du musst schon Abstand halten und dann musst du drüber springen. Boah, also, kacke. Was ich sagen wollte, ich hätte jetzt vielleicht in einem Ding kurz hier mit aufgenommen, in einer dieser Röhren. Aber ihr habt ja eh schon so schön angefangen, macht ruhig weiter. Aber das ich werde immer rüber fliegen. Ja, das geht genau. Aber eindeutig. Genau, der Bona macht das schon richtig. Nein! Oh, sorry, Bona, habe ich dich gestört, ich flieg raus. Nein. Ich habe nur nicht gesprungen. Ich weiß nicht, ich kann doch nicht über den Block drüber dingsen. Du kannst Sprintsprung machen. Du musst dir wie so eine versetzte Leiter nach oben bauen, weißt du? Ja, aber das wäre das. Ein tiefer runter. Wenn du die Dinge von so Bona siehst, dann denkst du dir direkt, ach so, aber alleine ist möglicherweise schwierig. Dieser Bona hat auch nicht gewusst, was hier ist. Aber jetzt habe ich ja in der Y-Achse trotzdem nur einen Block Höhendifferenz, dann ist es doch egal, wenn ich die hier hinsetze eigentlich. So hast du dann hier gleich fünf Blöcke platziert, die dir dann hier fehlen, weil du musst dich dann so spiralförmig hochbauen. Du musst ja später hier hochkommen, zu dieser Seite hier. Von daher macht es am besten, also so weiter, so sieht es gut aus. Bona sieht auch schon ganz gut aus, oder? Was er macht. Dieter Bona schauen wir mal zu ihm rüber. Falls du mal zu viel Schaden nimmst, dass du dann gleich wieder losstarten kannst, dann frisst du die goldenen Äpfel. Gibt es ja wirklich nur eine gewisse Art, also ist ein Schema vorgesetzt praktisch, dass man die auf jeden Fall so setzen muss, oder kann man es auch etwas versetzt machen? Ja, etwas versetzt geht es auch, aber man braucht halt die 26 Blöcke. Okay, weil... Ja. Es ist schwer, es ist ein schweres Spiel, aber dafür gibt es auch 7 Punkte. Ja, das ist aber echt, also das ist wirklich schwierig, wenn ich mir das anschaue hier. Aber beim nächsten Spiel gibt es 8 Punkte. Und ich habe übernächsten 9, wenn ich mich jetzt nicht verzähle. Genau. Nach dem nächsten Spiel ist auch eine Pause. Ah, okay. Kann man natürlich was essen gehen und Pipi machen. Boah, kacke. Ein bisschen kacke machen. Ach, ich habe nicht mal die Stiefel an. Ach, Mann. Will ich mal anziehen. Ich wollte gerade sagen, was, wenn man stirbt, hat man dann verloren? Wenn man stirbt, hat man verloren, ja. Was? Wenn man stirbt, ist es vorbei. Oh, das war ja mal eine knackige Kacke. Dieter Bona ist schon bei der Hälfte angelangt fast. Oh nee. Wallen, ja, der ist jetzt bei ein Drittel circa. Wie viele Blöcke hast du noch, Wallen? Ich hab 14, das wird, glaube ich, knapp. Das wird sehr knapp. Ich hab jetzt Hochstack. Werde ich es nicht schaffen, vermutlich, ne? Nee. Hier sind die Leiter, ne? Hier auf der Seite. Achso, du siehst's ja. Ja. Man kann auf jeden Fall, ja, ich meine es. Dieter Bona, wie viele Blöcke hast du noch? 10. Noch 10? Ja, das könnte bei dir was werden. Ja, Bona ist eigentlich, Wallen, du siehst ja auch, nur durch die Wand müsstest du seinen Namen sehen, er ist eigentlich schon fast. Aber vielleicht hat er auf der falschen Seite, er hatte jetzt noch 10, er kann sich ja einfach hochstecken. Nein, man darf sie nicht hochstecken, das darf man nicht. Ach so. Habe ich am Anfang ja gesagt. Bona, dann bist du vielleicht, hast du dich vielleicht zu überdreht, Bona? Nee, aber wenn ich so schaue, bei Bona müsste das eigentlich klappen, so. Ja, doch, das passt. Ich liebe mein Leben. Ah oh, je. Also, Dieter Bona hat das Spiel auch nicht vor mir gekannt, also... Ja. Sondern ich habe es vor seiner Geburt gekannt. Nee. Oh no. Ich schalte einfach mal ein bisschen Wallen zu. Ja, da bin ich auch gerade. Hocken hier so in die Ecke, in die schämliche Ecke. Und trink und gönn mir mal ein kleines Schlückchen von meinem edelsten Eistee. Pfirsich. Das Blöde ist, wenn man dann von ganz oben runterfällt und dann nochmal das Ganze abspringen muss. Ja, und vor allen Dingen, ich habe jetzt schon 2 Wolle da unten rumliegen. Jetzt kann ich eigentlich direkt wieder runterspringen. Ich habe 2 Wolle da unten rumliegen. Was bringt die Äpfel? Ich habe jetzt einfach mal einen gegessen, weil ich Hunger habe. Wahrscheinlich genau dafür, oder? Genau. Und als kleinen Tipp, vergiss besser nicht den Zaun und die weißen Blöcke, sonst könnt ihr wieder runterspringen. Fuck, ich habe es vergessen. Nicht. Ich hab's dabei. Ja, und Blöcke dürfen auch abgebaut werden und neu platziert, falls es nicht klappen sollte. Boah, das Apfel macht man aber schon hier. Okay, schauen wir mal. Das ist ein verzauberter Apfel, der geht schnell. Der Bona, der ist schon ziemlich weit oben, nur er fällt halt immer wieder. Ja, Bona hat auf jeden Fall Probleme beim Hochklettern. Wallen ist ja anscheinend etwas sicherer, aber die Bauart, da kann man, ich will jetzt da nichts verraten. Beziehungsweise Wallen, wie viele Dinge hast du noch? Wie viele Blöckchen? 13, mir ist schon wieder eins hingefallen. Oh Gott. Ah! Oh nein!
Jetzt ist er wieder runtergefallen. Wie er immer rumfällt da drin, wie so ein Betrunkener. Wie ein betrunkenes Kind. So, und zum vierten oder fünften Mal herzlich willkommen zurück zum Schlag, die Minecrafter. Ja, und direkt zum Aufnahmestart wieder. Hingefallen. Das ist toll. Ja, unsere Spiele haben momentan Schwierigkeiten hier. Ach, klar, der eine beim Springen, dran. Der andere beim Bauen. Aber guck mal, wenn du mal hier, Dark Alpha, wenn du mal bei Wallen reinschaust, guck mal, er hat noch vier Blöcke und kann eigentlich bis dahin. Okay, Wallen, das sieht ziemlich gut aus bei ihm. Das sieht sehr, sehr, also wenn ich jetzt mal ganz kurz ausrechne. Das geht leicht. Ja, locker, doch, also eigentlich. Ja, wenn ich jetzt noch zehnmal hinfalle auf dem Weg dahin. Nein! Dieter Bohner, wie schaut's denn bei ihm so aus? Ich guck mal ein bisschen ihm zu. Geil, ich bin schon... Sieht auch nicht schlecht aus. Ey, cool! Er ist voll runtergefallen. Ich unterstütze Wallen. So. Ja, aber nicht Wallen. Nein. Können wir jetzt auch so... mitten in den Range. Was ist eigentlich, wenn halt das Essen leer ist, man nicht mehr rennen kann? Dann kann man es ja gar nicht schaffen. Wir haben Äpfel. Ach so. Also, so goldene. Ja gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ihr seid so goldig, ihr Äpfel. Äpfel 1. Dann esst ihr mal schön. Ich hab vorhin, Bona rennt ja die ganze Zeit mit dem Apfel rum. Der goldene Apfel muss sich zum Thron bringen. Oh ist Gott. Der Apfel, Mann. So, mal schauen, wie es bei Wallen ausschaut. Geh ich mal rüber zu Wallen. Volle Konzentration. Nein! Alter, jedes Mal, wenn ich weiter oben bin, werde ich nervös, weil ich Angst habe, dass ich runterfallen könnte. Und dann falle ich tatsächlich runter. Ich könnte es so... Ja. Ich habe nur ein bisschen zu weit diese Blöcke bei mir manchmal gesetzt. Ja, man schimmelt das immer runter. Also manche sind wirklich, ja, da hat man es gleich wieder gesehen, Bruna. Das sollte ich mal abbauen. Ich immer. Da muss ich sagen, da hat Wollen dann doch günstigere Stufen gesetzt irgendwie. Dann doch, ja. Nee, warte, was das? Nee, das geht ja noch. Das hier wollte ich abbauen. So. Ich glaube, ich schaff's nicht, weil ich einfach nie wieder an den Punkt da oben hinkomme. Okay, aber Wallen führt, er führt, das so. Muss man sagen. Ja, Wallen führt auf jeden Fall, das sieht nicht schlecht aus, finde ich. Wenn ich nicht innerlich aufgebe gleich, dann ja. Gib nicht auf, heb die Faust. Wow! Dieter Bohner ist mal wieder runtergefallen. Also ich bin froh, dass ich in deren Haut stecken muss. Ich drücke nie diese Shift-Taste, ich weiß nicht wieso. Ich glaube immer, ich würde da mitten im Sprung immer langsamer werden, wenn ich Shift drücke. Ich würde auch gerne da rumspringen, aber dann... Okay, Wallen, er ist wieder ziemlich weit oben. Löffelt ihn wieder oder schafft er es? Locker schafft er das. Hey, hört auf, ich fall wieder runter, wenn ihr... Jetzt bin ich runtergefallen, aber ich tue es immer runterfallen, ne? Ich geh mal zu Bona rüber und schau mal, was Bona so treibt. Oh, noch drei Blöcke und... Noch zwei Sprünge bei Wallen. Bona hat gerade große Probleme. Jetzt habe ich Angst, ich glaube, auf den ersten Block zu kommen. Warte mal, ich baue hier unten mal vor irgendwie. Nee, dann habe ich den Block gefehlt. Ja, der fehlt dir dann. Ist der schon oben? Wallen, cool bleiben, du schaffst das. Ist der schon oben? Nee. Er setzt jetzt den. Wallen ist oben. Er setzt den nächsten Block gleich. Mal sehen, wo er ihn setzen wird. Oh mein Gott. Aber ich muss jetzt ja sehr steil bauen, sonst komme ich ja nie da hoch an die Leiter. Wisst ihr, jetzt muss ich quasi. Also du darfst halt nicht stecken, aber du darfst so steil wie möglich halt eigentlich die Treppen machen. Ja, genau. Du kannst da gleich austesten. Oh, das sieht sehr, sehr, das sieht ultimativ aus. Also ich werde jetzt hier einen Fallschutz bauen und jetzt werde ich versuchen, einfach. Einfach runterzufallen. Du hast ja noch einen Block, ne? Du hast noch einen Block. Oh, ich dachte eben schon, der wäre vorher runtergefallen. Okay. Okay. Jetzt musst du nur noch hier hoch, also hier, siehst du das da? Boah, wenn ich jetzt hinfall, beiß ich mir sowas in den Arsch ab. Also hier drauf. Oh nein! Mit... Ach, schön. Okay. Ja, jetzt? Nein, das ist falsch. Du musst den Zaun drei Zäune machen, genau. Genau, übereinander. Wenn jetzt ein Block runterfällt. Geh am besten zur Seite. Genau, geh ein Stück zur Seite. Da kommst du eh nicht drauf. Du kriegst aber die drei eigentlich hin von der Seite, genau. Wenn du jetzt springst und dann einfach nach links oder rechts zu irgendeiner Richtung hin, ne? Einfach die... Ja, genau. Ja, und jetzt noch die Dinge. Bleib aber am besten geduckt. Also. Ich will aber runterfallen. Ah, okay. Ich fall noch einmal runter, ich bin gleich oben. Das Spiel ist zu Ende. Wallen hat gewonnen. Nein. Er hat gewonnen, Dieter Bohner hat dieses Spiel verloren. Okay, wir machen es zu zweit. Das ist doch genau das, was die Pizmeets immer machen mit dem blauen Steinchen. Okay Leute, ganz kurz. Ich will es mir mal schnell selbst beweisen. Weil letztens, als wir Hunger Games gespielt haben, bin ich sowas von abgegangen hier beim Rumjumbler. Nein!
Das wäre so knapp gewesen. Ey. Wärst du noch einmal runtergefallen, da oben, dann hast du deinen Studio-Button, Bona? Dein Studio-Button? Du kannst doppelt springen, das wusste ich gar nicht die ganze Zeit. Doppelt? Du kannst, wenn du schnell rennst und dann zweimal jumpst, kannst du mit einem Zug quasi alles durchhüpfen. Okay, guck mal, hast du gesehen? Killer, du hast hier oben. Hier oben ist der Studio-Button, hier drüben. Ja, clear. Da gehe ich direkt mal hin. Wollen, kommst du? Oh, jetzt Wollen. Bin ich Moderator. Okay, warte, Studio-Button oder portet mich einfach, ich komme hier. Boah, was für ein Spiel, geh doch, in Game-Mode und flieg einfach hoch, da oben ist der Button dann. Aber das war ja ein richtig fettes Spiel, wirklich, das war ultra. Ja. Wollen, ich warte hier oben auf dich. Ah, ich wurde gebaut. Salat. Dann komme ich auch mal rüber, also das war ja wirklich, Wollen, hier. Applaus. Dankeschön, dankeschön, ich habe Handschlag, Mr. Wollen, Handschlag. Gewonnen ist gewonnen. So. Ja. So, das war Spiel Nummer... Ich gehe mich mal töten. Nummer 7. Wieder 7 Punkte aufs Konto von Entertain Brothers. Ey, cool, hier ist ein Loch im Dach. Geil, wie das einfach nicht repariert wird. Das ist jetzt auch egal. Repariert letztes Mal. Hiermit steht es dann auch 19 zu 9 für die Entertain Brothers. Und wir kommen zu Spiel Nummer 8. Schweinerennen. Schweinerennen, oh mein Gott. Wollen, darf ich wollen? Ja. Ja! Oh yeah, Schweinerennen. Schweinerennen? I wanna run with the Schwein. Welches Spiel ist das? Nummer 8. Hier drüben. War das nicht hier? Nummer 7? Nummer 8. Hier hinten. Also ich bin, ja. Oh, jetzt bin gut, ich geil, wie hier kein Studio-Knopf ist. Ja, die sind oben. Kill. Oh? Schwein Nummer 8. Warum? Irgendwas stimmt so, mit den Knöpfen. Ja, ich glaube, du hast das falsch gebaut, Mann. Nee, komm mal hier, ich nehm die runter. Abkürzung. Autsch. So. Ach man. Ich hab mich gerade mal in Game Mode gesetzt, wo soll ich denn hinfliegen? So, hier wieder, jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt geht's. Okay, Moment. Game Mode 0 für die Kille. Okay, also. Ey, ich bin schon bei Schweinrennen. Ich ja, weiß ich bin nicht, auch. Was abgeht. Boah, das sieht so cool aus mit den Schweinen. Ja, die Schweinen. Ja, mit Beinen. Guck das mal, ist das letzte. Ihr könnt euch schon draufsetzen und in eure Kabinen gehen. Eine Sekunde. Komm schon, du Schwein, du siehst anscheinend die Karotte nicht wegen der Wand. Brauchen wir den extra Sattel eigentlich? Hallo? Nee, eigentlich nicht. Muss ich irgendwie, wie kann ich das Schwein so locken mit der Karotte? Der Schwein will ich nicht raus aus der Wand. Ja, dann musst du irgendwie schaffen. Wie geht denn das? Da ist Schwein, so. Musst hier du raus. Links musst gedrückt halten, oder? Ja, mit links tust du es powern. Oh nein, wo geht denn der? Ja, einfach in eure... Mit links gedrückt halten, genau. Mein, ja, achso, Linksklick gedrückt halten. Immer klicken und dann... Aber Linksklick ist nicht Rechtsklick, ne? Linksklick. Weil mit Rechtsklick verbraucht sich nämlich meine Route. Achso, ja, damit Rechtsklick, dann stimmt Rechtsklick. Okay. Also doch Rechtsklick. Genau. Ganz kurz, ich muss ganz kurz einen Testrennen machen. So? Wieso also, ist denn meine Karotte? Ich mach das. Ich hab gar nicht gewusst, dass es so schnell geht. Killer, wir brauchen auch Schweine. Aber guck mal, mit links geht's genauso eigentlich. Nur könnte man das Schwein möglicherweise schlagen. Oder wollen, guck mal, was ist schneller? Das hier? Das ist beides oder, gleich schnell. Oder... Das hier. Na. Okay. Geht in eure Kabinen, dieser Wohner. Geh in deine Kabine. Bin ich richtig? Ich kann in der Kabine. Nicht. Der geht und kontrolliert hier. Geh in deine Kabine. Geht in eure Kabinen rein, Jungs. Wir wollen das Spiel starten. Ja, mein Schwein geht mir zu schnell, der Bauer. So, jetzt okay. Mein Schwein und ist doch nicht mehr jetzt. Behindert. Okay. Es geht über 3 Runden. Ihr müsst 3-mal über das Ziel rennen. Das heißt, wenn ihr in die 4. Runde eintretet, ist das Spiel vorbei. Okay. Ich starte das Spiel in 3, 2, 1, so. Ah, Schokolade! Oh, wie du einfach... Oh, was ist hier los, mein Schwein? Okay. Yeah. Oh nein, jetzt kommt die Kurve. Die Dieter Bohner... Die Dieter Bohner ist schon eindeutig... Oh, das kann ich ja jetzt sowas von verhassen. Man muss ja links den einfach gedrückt halten. Oh. Nicht immer öfters klicken, ganz oft klicken. Ich hätte niemals gedacht, dass Schweine so schnell sind. Wir haben uns nie darum bemüht, irgendwie auf Schwein zu reiten, weil wir gedacht haben, okay, das ist genauso schnell wie Rennen. Aber das ist ja wirklich pervers. Und dann kommen auch noch die Pferde im nächsten Update. Ey, wieso wird der ja langsamer? Richtig. Ja, die werden einfach langsamer, die Kackviecher, ne? Ja, Killer reitet eindeutig. Neue Route, ihr habt ja mehrere Routen. Nimmt einfach mal eine neue Route her. Weiß okay, ich was da los ist. Dieter Bohner ist eindeutig fast doppelt so Runde schnell. Dieter Bohner ist in der letzten Runde. Boah, guck mal, ich bin nicht Killer wird bald überrundet. Wird er es schaffen, mit Dieter Bohner schaffen, Killer zu überrunden, wie ich beim letzten Mal? Alter, oh, dann schieb ich das Schwein, Alter. Geht das mal an? Hast du eine goldene Karotte oder was? Und was Dieter Bohner, hat gewonnen. Ich hab gewonnen. Oh. Also mein Schwein ist sowas von behindert hier. Stirb, Schwein! Ah, stirb. Hast du jetzt davon, Schweinepriester? Ja, Schweinepriester. So, und somit hat
Dieter Bohner Spiel Nummer 8 vor der Pause gewonnen. Das war meine vierte Runde auch noch. Boah, das ist ja eine ganz große, also das war eine wortwörtliche Schweinerei. Mein Schwein war einfach nicht gedopt, so wie dahin. Nein. Wirst nicht mal noch einen Dopingtest machen davor? Da guckt mich an wie PewDiePie. PewDieSchwein. Und ihr könnt dann zurück ins Studio. Ich schreibe ja, die... Studio. Sorry, Walden, das da, ne, das hat nicht so geklappt. Kein Problem, ich hab's ja gesehen, ach, weil mehr wie das war schön. Kann man nicht. Das Schwein war eindeutig langsamer. Ja, vor allem, wenn man Linksklick dann gedrückt gehalten hat, ist es gut gerannt und plötzlich ist es dann von alleine wieder langsamer geworden, dann habe ich rechts und links und nichts passiert und okay. Ganz es steht. Ja, egal. Es steht zur Pause, steht es jetzt 19 zu 18 für Dieter Bohner, für die Entertain Brothers. Die führen mit einem Punkt. Das kann sich aber alles im nächsten Spiel dann ändern. Letztes Mal so knapp immer. Und my God. Ich würde dann sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Schlag den Minecrafter. Gibt's eine Werbung? Das können wir eigentlich machen. Und jetzt kommt die Klerasil-Werbung. Bis gleich, ciao. Ciao, ciao.